Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge von Craft the World. Ja, letztes Mal hatten wir hier irgendwie so ein komisches Monster, sag ich mal so. Ja, das ist jetzt anscheinend irgendwie wieder verschwunden und hat uns halt ein bisschen Sand dagelassen. Hat sie halt im Grunde genommen die Erde zu Sand gemacht. Jo. Naja, wir wollen ja hier, wie gesagt, erstmal noch ein bisschen Zeug abbauen. Genau, hier unten sind ja die ganzen Zwerge noch am Arbeiten. Ja, hier sollen sie erstmal überall noch die Leitern installieren. Erstmal hier noch diese eine Ratte. Ja, haben sie erstmal alles zerstört. So, perfekt. Dann setzen wir hier erstmal noch den Sand. Also das war wirklich ziemlich komisch, sag ich mal so. Warum auch immer dieses Vieh gespawnt wurde. Naja. Okay. Kann man angreifen oder was? Holy shit. Ich sollte vielleicht nicht mehr angreifen. Vor allem jetzt spawnen erstmal diese ganzen Viecher, okay. Na super. Das war ja keine gute Idee, sag ich mal so. Das werde ich auf jeden Fall nicht nochmal machen. Super. Jetzt werden wir auf jeden Fall getötet erstmal. Ich frage mich bloß, wann die wiederkommen. Also wann die abhauen, sag ich mal so. Oh Mann, hätte ich das gewusst, hätte ich den hier angegriffen. Oh Mann, ey. Ich kann ja sicherlich hier erstmal weiterbauen. Ob die irgendwann abhauen? Okay, ein Zwerg ist schon mal tot. Oh Mann, ey. Hätte ich das gewusst, ja. Ah, hier unten kann ich wenigstens noch ordentlich weiterbauen. Aber die können natürlich keine Sachen mehr holen, weil jetzt alle da stehen. Also da kann ich hier nicht mal den einen hier Zwerg auswählen steuern. So, dann greift er erstmal den an. Ja, guck mal, der guckt schon so grimmig. Ja, ich töte ihn. Ja. Lange der braucht. Mach mal hin hier. Ja, der soll eigentlich hier. So, perfekt. Okay, jetzt kann er wieder runterklettern. Wie der eine die ganze Zeit draufschlägt und die anderen immer die ganze Zeit hoch und runter. Okay, der stirbt jetzt. Okay. Okay, naja, super. Auf jeden Fall erstmal Massenmord von den Zwergen. Oh Mann. Ja, dann setz doch mal deine Fackel hin. Nö. Das ist doof, jetzt lo- oh, ja, jetzt kommen noch mehr Viecher, ja, WTF. Oh Mann, ey.
TF, wie viele das sind. Kriegt man nicht irgendwann mal einen Damage-Zauber oder so? Irgendwo war das doch. Der kommt bestimmt dann erst ganz am Schluss irgendwo. Doch, da ist der. Den Feuerball, den hätte ich gerne. Oh, das dauert noch eine Weile, bis ich den hab. Mist. Meine Frage ist nur, wann die eigentlich abhauen, sag ich mal so. Wahrscheinlich wohl so, dass die jetzt gerade abhauen, alle. Oder? Na, obwohl, ne, die laufen bloß ein bisschen weiter. Lass mich ja auswählen. Ey, lass mich richtig auswählen. Nein! Oh. Der soll doch nicht da hinten das abbauen. Komm her, Zwerg. Er lässt sich nicht auswählen. So, jetzt. Steuern. So, jetzt gehen wir da hin, weil die anderen Zwerge keinen Bock haben. Jetzt greifen wir den einfach an. Hallo. Lass mich den nochmal angreifen hier. Ah, jetzt. So. Töten wir den nämlich. Dann haben wir jetzt schon mal wieder einen weniger als der eine Zwerg, der versucht den erstmal zu killen. Aber er wird natürlich gekillt. Ja, das ist so gut. Freigeben kann ich den jetzt auf jeden Fall. Ach Mensch, hätte ich den lieber nicht angegriffen. Ich wollte aber unbedingt wissen, was da passiert mit dem, weißt. Ach Mann, ey. Sachen gibt's da. Aber ich kann natürlich jetzt hier auch nichts weitermachen. Das ist das Problem. Die sollen da Fackeln hinsetzen. Mach mal. Kommt schon wieder so ein fettes Vieh hier runter. Wie die hier alle. Oh Mann, ey. Ja, der eine Zwerg ist dann wieder tot. Kann man die nicht irgendwie einfach mal so instant killen oder so? Ein Leuchtzauber vielleicht. Also auf jeden Fall kann ich hier den mal angreifen. Warum kann ich den jetzt nicht angreifen? Lass mich den angreifen. Hallo. Okay, warte mal. Ey, ne, der lässt sich nicht angreifen. Hä, wieso greift eigentlich mich die ganze Zeit an? Was ist das für ein komisches X hier drüber? Ich kann ihn nicht angreifen. Jetzt okay. Oh, 1, 2, 3, 4. 4 von diesen Viechern sind hier noch draußen. Oh, Mann, vielleicht kommt noch ein weiterer Zwerg. Aber den versuche ich mal gleich zu grappen. Scheißwerk, steuern, komm her. Geh nach unten. Komm, put, 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 put. Ja, komm, komm. Perfekt. Voll doof. Die Taktik, oh Mann. Jetzt braucht er natürlich wieder 1000 Jahre. Ja, noch ein bisschen vorspulen. Das ist aber auch wirklich eine Chaos-Folge. Vor allem kein Zwerg kann sich ausruhen oder so. Jetzt kommen natürlich auch gleich wieder andere Viecher noch dazu. Ja, warum springt er so komisch? Glaube ich die erste Folge, wo ich die Zwerge selbst steuern muss. So kommt ja jemand nach unten. Komm, put, put, put. Warum sind das solche fetten Viecher? Das ist so scheiße. Ja, ich bin am Verhungern. Ah, lass mich. Nein. Voll doof. So. Dann
mal, kann ich nicht eigentlich so machen? Ah, oh, jetzt kommt er gerade. Ich wollte mir solche erhöhte Positionen schaffen, weißt du? Oh, jetzt kann ich mal durch. Ich mach mal kurz runter. Dann kann ich mich hier wieder hochbauen. So. Nein! Ja, shit! Zu früh. Nein, lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Nein! Oh man! Oh man, aber das ist eine gute Taktik, das kriege ich hin. Krieg ich hin. So, jetzt habe ich hier nämlich, jetzt kann ich nämlich da hochsteigen. Kann ich den hier killen. Ah, lass mich. Kann ich den nicht irgendwie anlocken oder so? Halt, stopp. Vor allem, wie der erstmal noch so ein Vieh kommt. Oh Mann. Wie viel denn noch? Greift der jetzt einfach dauerhaft an. Okay, warte mal, der ist jetzt irgendwie verbuggt. Wie lange der bitte überlebt, ne? Ist einfach nicht mehr normal. Okay, den Zwerg habe ich schon mal gekillt. Zwerg auswählen, steuern. Komm mal her, du Zwerg. Mach dich als Angriffssklave. Hallo? Greif mal an. Okay, der ist auch tot. Dann nehmen wir einfach mal den. Steuern. Okay, der ist auch tot. So, dann komm mal her, du Zwerg. Ja, du sollst nicht fliehen, du sollst angreifen. Los! Jetzt kommen wir, jetzt kommt die Armee. So. Ja, perfekt. Ich hätte jetzt hätte ich gerne irgendwie so Bogen oder irgendwie sowas. Warum sind das drei? Warte mal, sind das drei? Auch tot. Oh, und jetzt habe ich natürlich hier Ratten unten drin. Oh, no. Kommen jetzt schon wieder die Ratten her? Das verstehe ich wieder nicht. Da, da. Das können sie aber eigentlich angreifen. Zwerg auswählen. So, du kannst erstmal hier nach oben gehen. Ist das stumpf, Alter, Mann. Oh, die eine ist gestorben, okay. Anscheinend sterben die nach einer Zeit. Aber der hämmert hier erstmal 1000 Jahre auf das, auf dieses Rattending ein. Oh Mann, das hätte ich nie und nimmer angreifen sollen. Diesen hässlichen Typen da hinten. Der haut auch nicht ab da oben, ne? Diese ganzen Ratten hier unten. Holy shit. Geht der eine Zwerg nach oben, um zu sterben, oder was? Nee. Okay, jetzt. Jetzt lockt er die auf jeden Fall zu den Ratten. Greifen die Ratten da an? Lol, die Ratte will da, glaube ich, angreifen, oder? Nee. Es sah ein bisschen so aus, als ob die Ratte den angreifen will. Tja, also auf jeden Fall habe ich dann in 10 Sekunden meinen neuen Zwerg. Den möchte ich auch gleich mal steuern, denn. Bitte, danke. Da ist der nächste Zwerg. Ausrüstung. So, der kann nämlich erstmal so eine Spitzhacke nehmen. Oh, greift
Mann hier. Unter! Unter! Nein, du sollst den angreifen, bitte. Die keine Lust haben, da mehr anzugreifen, ne? Naja, es kann ja nicht jede Folge so super laufen, sag ich mal so. Jetzt habe ich auf jeden Fall meine Lehre daraus gezogen und werde auf jeden Fall da erstmal nicht mehr angreifen. Vor allem, jetzt kommen auch noch Monster, ne? Ey, was ist denn das? Was ist denn los hier? Die kommen bestimmt wieder von oben alle. Aber ich würde sagen, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.